Kommen wir auch aus der richtigen Richtung raus, das ist schön. Ja, das. Okay, gut, dann sparen wir uns nämlich den Graben. Dann machen wir das so. Steine. Gib mich Steine. Noch vorm Stream habe ich mir so ein bisschen. Au! So. Bisschen Bobby McFerrin angehört. Da kriegt man aber gleich gute Laune, wenn man den hört. Das ist immer schön. Und das ist nicht mal dieses Don't Worry, Be Happy, sondern tatsächlich auch so ein paar andere Sachen, die man nicht so gut unbedingt von ihm kennt. Das ist immer wieder faszinierend, wozu wir Menschen immer so imstande sind. Ich weiß nicht, vielleicht der ein oder andere kennt es vielleicht schon, dieses eine Video mit ihm, wo er die pentatonische Tonleiter mit den Zuschauern gemacht hat. Es war großartig. Und die Leute wussten ganz genau, welcher Ton angeschlagen werden muss, obwohl es denen keiner gesagt hat. Ich finde sowas immer sehr faszinierend. So, was haben wir hier? Tannen, jede Menge Tannen. Ein bisschen Holz könnte man mitnehmen, ne? Ein paar Tannen. Aber eigentlich hätte ich lieber gerne Kernholz. Ich glaube, da hatten wir hier aber keins. Oh? Warte mal. Oh. So, mal ein bisschen Holz. Diese Truhe habe ich hier noch nie gesehen, glaube ich. Und er ist da wohl bei weitem nicht der Einzige, der sowas halt mit Leuten im Chor schon gemacht hat. Wirft hier irgendjemand das auf mich? Oder bin ich gerade einfach nur doof? Oh! Au! Einmal das Klappergestell. War das dein Turm? Das tut mir leid. Jetzt ist es meiner. Und ich sag, der muss weg. Witzig, wie da unten schon so ein Steinchen weggefallen ist. Und es hält aber immer noch. Na komm. Wow. Die Steine sind echt heftig. Ich freue mich schon, wenn wir sie bauen, sowas bauen können. So, wie viele Steine haben wir? Oh Gott, da haben wir ja noch ewig viel Platz. Aber dann nehmen wir lieber die aus dem Boden, die sind weicher. So. So. Das ist ein großer Felsen hier. Schön. Ah ja, hier geht es ja eh Richtung Dunkelwald. Oh, hier haben wir dann auch die Kiefern. Gut, weil ich glaube, wir können demnächst mal wieder ein bisschen Edelholz mitnehmen. Aber erstmal Steine. Ein bisschen Platz haben wir noch. Ich glaube, einen können wir noch mitnehmen. Dann sind wir aber auch voll. Mietz, was los? Finde ich auch nicht schlecht, dass man Erze nicht mitnehmen kann. Ich glaube, das wäre sonst auch zu OP. Ach, deshalb hat mich das eine Skelett angegriffen. Hier ist so ein Grabhügel. Bin ich den schon? War ich da schon mal drin? Ich weiß das gar nicht. Da. Die Richtung. Nee.
Wie kann man sich auf so ein kleines Stück hier verlaufen? Wo ist jetzt unsere Kupfermine? Ich glaube, ich muss sie mir mal markieren. Auf der Karte. Ich finde die sonst nicht wieder. Da irgendwo? Da irgendwo. Hier ist sie. So. Moment. Das markieren wir uns mal. So. Unsere Kupfermine. Ah, gut. Sehr schlimm. Umkreis von 50 Metern und man findet nichts mehr wieder. So. Ja, die ist ein Ticken zu hoch da auf der Seite. Macht nichts. Legen wir jetzt einfach noch ein bisschen was ab. So. Nur die Spitze oben, bitte. Oh, freue ich mich schon nächste Woche Friseur. So. Das reicht. Das reicht sowas von. Dann ebnen wir jetzt noch alles ein. Dass man hier vernünftig drauf laufen kann. Ja. Und dann sollte das gehen. Ich war gestern Haare auf Kontostand. Auf 8 mm. Okay. Also kurz muss es bei mir dann doch nicht sein. Aber ich sag mal, lange Haare mögen zwar gut aussehen, man kann eine Menge damit machen, aber die sind so wahnsinnig schwer, wenn man sie wäscht. Uff. Okay. Oh. Hier können wir noch ein bisschen einebnen. Nehmen wir noch ein paar Steine zurück. Millimeter als Frau ist heftig. Och, kommt drauf an. Es gibt Frauen, denen steht das total. Gibt's ja auch. Gibt's ja alles. Okay. Oh, das sieht doch gut aus. So, jetzt müssen wir eigentlich nur jede Menge Holz hacken. Und wir brauchen... Ja doch, in die Richtung bräuchten wir dringend noch eine Tür. Überlege, ob ich hier den Wall einreißen soll. So richtig schön in diesem Dip. Ja. Genau hier. Wenn man dann in den Wald reinkommt. Oh, das ist eine gute Idee. Ja, so die LGBT... Nee, nicht unbedingt. Nicht zwingend. So. So. Oh. Oh nein. Die Spitzhacke sind weil jetzt muss ich immer rumlaufen. Oh Gott. Und ich bin genau auf der anderen Seite. Ist also scheißegal, ob links oder rechts. Oh. Wir hätten hier einen Baum gefällt. Können wir es auch mitnehmen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Der Sumpf greift an. Gerade jetzt, wo ich fertig bin. Ihr wollt mich doch verarschen. Ich mag nicht. Danke. Tschüss. Au. Einmal Tür auf, einmal Tür zu. So. Tschüss. Oh nein. Und genau da ist, wie gesagt, das Problem. Die reißen einem das gleich ein. Ach, schieb. Schieb, schieb, schieb. Und so viele Pfeile habe ich nicht. La 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 la. Hallo. Ah. Uff.
Hallo? Wohin schieße ich denn? Oh, ich habe was erwischt. Okay. Oh, wieder was erwischt. Wie schön. So, einer ist hinüber. Der fällt nicht gut, ne? Essen? Ah. Genau, schieb den mal ein bisschen nach vorne. Vielleicht treffe ich den ja dann. Ja. Wieso habe ich jetzt gerade so einen komischen... Ah, Pfeffer. Das kann ich auch. Naja, wenn ich treffe. Ah. Puh. So, der Geruch verzuckt sich. Das ist gut. Raid überstanden? Muss ich sagen, gut. Unser Tor steht noch. Der Wall hat wunderbar geholfen. Ich überlege nur tatsächlich, ob ich den Wall begrünen soll. Ich glaube, dann sieht er besser aus. Was ist denn los, Mietz? Ja, also, ne, also bisher, ja, es ist ganz gut gelaufen jetzt gerade. Wenn ich bedenke, das letzte Mal ist nicht überlebt. So. Haben wir Holz? Wir haben Holz. Aber reicht das fürs Tor? Ah ja, werde ich gleich sehen. Es reicht für eine Hälfte. Cool. Aber... Nee, abbrechen. Ich hätte gerne das ganze Ding. So. Ah, wir haben jetzt so zwei. Was ist denn jetzt los? Das ist jetzt zu eng. Oh? Das ist jetzt besser. Das ist jetzt besser. Gut. Dann muss das so. Ist nicht schön. Aber gut, ist so. Okay, nee, warte. Wir müssen das hier nochmal kurz ein bisschen hoch. Nimm die Steine. Ich hoffe, das reicht. So. Und dann ebnen wir das ganze Ding hier nochmal ein bisschen. Vielleicht klappt das jetzt mit der Tür ein bisschen besser. Ja, irgendwie so. Was ist los, Mietz? Was ist denn los, mein... Was ist denn los, mein Süßer? So. Ja. Jetzt hör mal auf, hier so Theater zu machen, mein Schnuffel, ja? Ihr seid doch noch gar nicht dran. Ich glaube, der braucht gerade kurz Aufmerksamkeit. Entschuldigt. Ich muss mal ganz kurz knuddeln. Ma, muss ich dich ganz kurz knuddeln? Jetzt besser? Geht jetzt besser, ja? Och, das schnurrt er. Okay. Wahrer Fall von, ich glaube, wir müssen mal eben... Ich muss das Lager nochmal anders machen. Das gefällt mir noch nicht. Und die müssen eh weg. So.
Er hat sich komplett einreißen. Ich finde hier gerade nur die schrägen Wände ein bisschen komisch. Ich denke, ich werde die gerade machen. Hier. Und dann hier um die Ecke. Ich glaube, das macht sich besser. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts, es ist dunkel. Wie sieht's denn aus? Holztechnisch. Reicht's nicht, um ein Haus zu bauen. Was ist denn los, Mietz? Warum wächst hier Löwenzahn? Kann mir das mal einer verraten? Okay, gib mal Holz. Blockiert. Ups, da habe ich dann wieder mal im Weg gestanden. So. Sehen Sie absolut nichts. Wovon sind wir denn jetzt schon wieder so erschöpft? Wegen dem bisschen Holz hier, oder was? Ist doch nicht dein Ernst. Okay, ich glaube, ich habe alles. So. Es braucht dringend irgendwie helleres Licht. Wir haben echt wenig Licht hier. Ich kann da ja nicht alles nur aus diesen Fackeln hier machen. Das geht doch nicht. Und die sind mir zu teuer. Lilafarbenes Banner, gelbes Banner, rotes. Schwarz. Mal gucken, was wir da machen. Ich glaube, ich würde ja gerne die violetten machen, weil die passen halt auch wunderbar zu unserem Kanal. Da ist eh alles violett. Aber ich glaube, bis wir uns das leisten können, das dauert noch. So weit sind wir noch nicht. Aber Fackeln, doch, hätte ich gerne ein paar. Wenigstens irgendwie. Ja, da oben. Ja, aber wenigstens hier irgendwie bei den Türen, damit man weiß, wo die sind. Fehlende Voraussetzung, uns fehlt Harz.
Na, dann gib mal Harz. Ja. Ich bin ja eigentlich auch der Meinung, ne, wenn man da alles planiert und mit Holz vertäfelt, dürfte da eigentlich ja nichts mehr spawnen. Aber jetzt habe ich hier ja auch meinen Löwenzahn in der Base gehabt. Habe ich den gepflückt oder wo ist der jetzt? Ich glaube, ich habe ihn gepflückt. Oh, ist uns kalt. War schlecht. Ja, gut. Dieser Boden ist krumm und schief. Ach ja. Mal gucken, können wir uns raustrauen? Ich denke schon. Der letzte Raid ist ja schon wieder vorbei gewesen. Ich doch, ich hab da was liegen sehen. Was ist denn hier passiert? Hier ist irgendein ein Hirsch kapiert. Ups. So, Moment. Hier kann jetzt noch mal eine Werkbank hin. Letzte hatten wir ja abgerissen. Die werden wir nämlich gleich brauchen, wenn wir unser Haus abreißen. Okay. Wird es nämlich gleich richtig spannend. Weil ich das Haus gerne hinter die Mauern bringen möchte. Hier draußen wohnen ist ja ein bisschen schwierig gerade. Meine Güte, was hier passiert? Ich war gerade überhaupt nicht hinter die... Au, das Wildschwein hat zwei Nixen getötet. Verstehe, verstehe. So gesehen haben wir gestern eh schon zugebracht, vorgestern, haben wir eh schon viel Zeit damit verbracht, unseren Umzug vorzubereiten. Die Trolle waren auch schon sehr hilfreich und haben dabei geholfen, indem sie uns unser altes Haus abgerissen haben. Das war zwar ungefragt, aber was soll's. So, das können wir erstmal hier, das kann ja auch erstmal rein. Weil es hier sowieso abschüssig war und bevor wir jetzt noch alles ebenerdig machen, das hätte ewig gedauert. Ich war faul. Ich gebe es zu, ich war einfach faul. So, hier haben wir die Innereien, hier haben wir das und das und das. Es gibt einfach Tage, da ist man faul. Bitte nicht übel nehmen. Wie viel Platz haben wir jetzt? Nicht viel. Dann nehmen wir schon mal das mit. Ich, ja. Gut. Jetzt schon mal das erste Holz. Das hoffentlich bleibt noch stehen. So. Haben wir das? Ich glaube, wir haben soweit alles. Ich. Nicht jeden Tag. Wir haben tatsächlich erst am Mittwoch haufenweise, also drei Trollüberfälle gehabt. Ich bin erstaunt gewesen, dass es nicht mehr waren. Jetzt muss ich nur mal gucken, wo wir jetzt unser Haus hinstellen. Ich glaube, wir bauen uns hier unser Haupthaus hin. Vorerst. Das heißt, Wände. Ich hätte gerne eine große Küche. Und ein großes Haus. Ich weiß noch nicht, wie groß das dann genau wird. Ich würde sagen, unsere Kochstelle machen wir hier. Das heißt, Leo. Möbel. Minus Herstellung. Lagerfeuer. Und hier. Für den Kessel brauchen wir Zinn und eine Schmiede. Willst du mich veräppeln? Ach so, ja, das stimmt. Zinn und Kupfer. Ich trage zu viel.
noch? Weißt du? Ich nochmal für eine Schmiede. War davon, ne? Ah, Stein und Kohle. Was fehlt noch? Kohle. Und ein bisschen Stein. So viel Kohle brauchen wir dann auch nicht. So, Steine, 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 Steine. Haben wir schon wieder keine Steine. Ich wollte schon sagen, haben wir schon wieder keine Steine mehr. Die stellen wir direkt dahin. Und dann müsste es für den Kessel reichen. Eingetrocknetes Fleisch mehr. Oh, gut. Holz, Holz, Holz. Holz, Holz, Holz. Ja. Danke. Na gut, ein paar Fenster müssen wir uns ja auch noch bauen. Ist schon wieder das Holz an. Ach, Melo. Naja, hier hatten wir keinen Platz mehr, ne? Weil wir haben mittlerweile von dem Bernstein so viel. Aktuell spiele ich komplett solo, weil es noch mein erster Durchgang ist. Und dementsprechend, ja, kommt noch alles. Also ich überlege tatsächlich schon, ob man dann eventuell auch mal mehreren spielt. Aber aktuell, wie gesagt, im Moment möchte ich es einfach nur erstmal ausprobieren und austesten. Au, Kater! Ah. Mensch, was wird das? Ah. Ja, ganz, ganz frisch und neu und wird schon. Ah! Der war falsch. Da muss er hin. So. So, hier machen wir dann die Truhen für unser Essen. Dann auch doppelt machen, das ist ja auch kein Problem. Wo sind die Regale? Wir sehen, es ist scheißegal, ob wir Regale machen oder einfach nicht nur am Boden ziehen. Das ist eigentlich gesprungen. So, dann. Irgendwie so. Wie viel Platz haben wir? Ich glaube, wir können die erste Truhe oder so bald geschafft in der Wochenende. Jawohl! Stop! Have a time! Da hast du sicher recht. Da kann man definitiv noch mit... Warum wolltest du den Barsch nicht aufheben? Unser wunderschöner Fisch. Hallo?